Kumoye, klingt erstmal komisch, ist ein relativ neuer, junger koreanischer Kampfsport oder Kampfkunst und basiert aber auf sehr langen koreanischen Traditionen, was den Schwertkampf betrifft, und auch das Bogenschießen ist ein Element des Kumoye. Wir trainieren immer donnerstags in der gemischten Truppe. Wir sind zwischen 15 und 75 Jahre alt, haben viel Spaß. Ja, wir fangen an mit dem Aufwärmtraining, dann gehen wir Grundtechniken durch, fangen da an mit dem Holzschwert traditionell und nach einer längeren Zeit wechselt man auf ein Aluschwert und die Meistergrade später lernen auch den Umgang mit einem scharfen Schwert. Dann gibt es Partnerübungen, wo wir mit dem Holzschwert kontrollierte Bewegungen machen, wo wir Abwehr- und Angriffstechniken simulieren. Wir haben auch Kampf abgesprochen und auch Freikampf, wo wir mit einem Softschwert und einer kompletten Ausrüstung miteinander kämpfen. Das ganze Training wird abgerundet durchs Bogenschießen. Wir schießen mit einem koreanischen Reiterbogen. Das heißt, wir schießen mit der Daumentechnik. Das ist vielen nicht bekannt, die meisten schießen europäisch, wo sie mit drei Fingern ziehen. Wir ziehen nur mit dem Daumen. Die Meditation, das Kichon, ist noch eine Sache, die das ganze Training abrundet. Das heißt, Körper und Geist verbinden. Das wird über die Meditation, Bewegungsmeditation, nochmal abgerundet. Ja, dann sind 2 Stunden Training schnell vorbei. Also, ich bin Stefan. Ich trainiere eigentlich mit Frank seit Jahren Taekwondo. Habe ihn dann mit dem Schwert in der Halle stehen sehen und war natürlich sofort interessiert und begeistert. Also, Waffen sind natürlich immer ein bisschen umstritten, aber Schwerter sind ästhetisch. Ich finde Schwerter ästhetisch. Ich habe auch schon jahrelang Bogen geschossen, allerdings auf die europäische, auf die mediterrane Art. Jetzt schießen wir mit der Daumentechnik. Und das in der Kombination, in Ergänzung mit dem Taekwondo, ist halt eine wunderbare Abwechslung. Es ist Sport, man schwitzt, aber nicht so anstrengend wie das Taekwondo. Der Kampf ist auch anstrengend. Ja, und man kann wirklich in diesen 2, 2,5 Stunden, die wir hier trainieren, den Kopf gut abschalten. Man kann mit seinen Sportfreunden hier Spaß haben, wir lachen viel, man spielt trotzdem, es ist trotz alledem diszipliniert, ja, und dann kann man seinen Donnerstagabend so gut verbringen.